Pepa y Napo a Pope. Yo, yo, Yoshi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute ist der Janni mit dabei. Hi. Tschüss. Heute gibt es das erste Mal so richtig nur eine ganze Folge Bad Boys auf meinem Kanal. Mein letztes Video war ja, glaube ich, auch noch ein Teil Bad Boys, aber heute geht es nur um Bad Boys und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Die es vielleicht interessiert, ich habe jetzt ein bisschen Fastbridgen geübt. Okay, nice, schön hier in die Mitte gegangen. Ich hole mir vielleicht das Bett von Rot, der eine ist gerade am Spawn. Mal vielleicht das von Team Grün. Oh mein Gott, wenn ich jetzt durch dieses Loch gefallen wäre. What the fish? Okay, ich habe den ich habe den einen Stevie mit der Hand runtergehauen. Ist auf jeden Fall belastend für ihn. Und ich habe komplett Team Rot mit einer Picke und der Hand ausgelöscht. Wow! Okay! Okay. Mir macht irgendwie Bad Boys gerade Spaß einfach. Und vor allem auch mit Janni und mit Mace. Mace ist gerade auch übrigens weg. Einer geht gerade vom Grün. Ach, bei Grün ist nur einer. Dann hole ich mir von dem das Bett. Soll ich mitkommen? Nee, der ist alleine und der ist gerade bei Gelb. Dann gehe ich zu Team. Er hat Gelb ausgelöscht. Okay, nice. Wir müssen jetzt nur noch Team Grün töten. Das ist eine Spitzhacke. Hacke. Jetzt decken sich schon wieder alle in Skywars und jetzt fängt doch einmal auch ein Bad Wars an oder was? Aber wenn sich hier auf der Map jemand stackt, ist eigentlich recht easy, weil ihr euch hier hochstackt. In der Tat. Und dann, Achtung, er läuft gerade in die Mitte. Könntet ihr ihn vielleicht von hinten überraschen? Ja, ich muss mir einen Bokofen kaufen. Bokofen? Bokofen, gutes Schwert. Achtung. Als ob das jetzt so leicht ging. Ich habe ihn. Okay, die erste Runde haben wir gewonnen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Runde. Die Map, die mag ich aber auch irgendwie. Hilfe! Ich komme. Flux. Soll ich einen Bow kaufen? Ja. Mach, was du denkst, oh Gott. Nein. Sheesh. Alter, war jetzt gerade richtig knapp, Mann. Ich hab schon gedacht, ich krieg dieses Bett nichts mehr. Ich hab schon so gesehen 3%, 16%, aber zum Glück habe ich es ja noch irgendwie bekommen. Er macht, glaube ich, eh gleich einen Turn. Ich hab's gewusst. Ayo. Ob er mich so low bekommen hat. Alles klar, vielleicht hört er, wie Janni auf seine Maus hämmert. Der Butterfly immer. Ja, sorry, Leute. Es ist aber. Halt doch jetzt von deinem Maul. Lass dich jetzt was also, sagen. Also ist auf jeden Fall nicht. Halt einmal. In der Tat. Okay. Ist wirklich krass, wie Janni einfach so verschiedene Bauernarten kann. Wo ich mir dann immer so den Bruder. Hast du keine Hobbys? Okay, meine Lache war gerade eben etwas übertrieben. Ich lebe noch. Ein Herz. Ich sneake. Okay, ich hab's mit. Ich komme hier halt auch nichts mehr hoch, weil ich keine Blöcke mehr habe. LOL! Ja, war perfekt, weil Achtung, sonst kommt noch Rot. Als ob er sich jetzt hier so im Baum verkämpft. Oh, ich wäre eben fast hinterher gesprungen. Nein. Oh. Und ein Eisenschwert übertreibt halt gleich dein Leben. Spawn trappt uns jetzt, aber. Oh mein Gott. Ja. Immer weiter klicken einfach. Nicht aufhören zu klicken. Wir haben sie gleich. Butterfly. Die rennt. Oh, bitte renn doch jetzt nicht weiter. Nein. Ich equip mich schnell. Ja. Jetzt kommt ihr Mate. Okay, eine habe ich. Wow. Nein. Doch. Wer bietet? Ha! Gay! Wie, du hast Gold? Ja, war in der Chest. Die, die sich vielleicht auch fragen, wie das Texture Pack heißt, das ist Frozen Pack 2.0. 2 hours later.
So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Da sind die. Die eine Low Ground. Ja, SMG. Die andere habe ich auch Low Ground so. Ja. Nice, und jetzt gehen wir drauf, komm. Ich bin jetzt reinsetzen. Wenn die eine schon wieder einen Bogen hat. Die haben Spawn Trappe. Haben sie ins Kopf? Du hast mich auch ins Kopf. Nein, scheiße. Pass schon. Nein, ich hab mir. Oh, mein Dings, mein Schwert ist schon gleich kaputt. Egal, juckt mich nicht. Ja, mein Schwert ist kaputt. Nice! Okay, das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.